So, hier sind wir mal wieder nach langer Zeit. Eine Woche Pause gemacht. Yep. Ich habe ein bisschen viel Experience Berries, merke ich. Ich glaub, den einzigen habe ich bei uns im Lagersystem noch gefunden. Wir machen heute uns, denke ich mal, weiter in die Rinderfarm. Also wir wollten zumindest Tiere machen. Wieso? Kli? Kleider wollten wir machen, ha. Stimmt, wir wollten Kleider machen. Stimmt, wir brauchen jetzt erstmal Strom. Ich abgeschlossen. Wie, was, wie weitergeht in dem Projekt, ist noch etwas unklar. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich noch zocken werde. Es wird jetzt halt bis Oktober so ein bisschen schnell, ja, naja, vorangehen, sage ich mal so. Aber wahrscheinlich so ab Mitte Oktober, vielleicht auch schon Anfang Oktober, können wir dann richtig mal anfangen. Da muss ich sagen, habe ich meine eigene Wohnung. Dann können wir auch mal tagsüber mal streamen oder sowas. So ganz gechillt irgendwas mal machen. Ja, es wird, denke ich mal, nicht schlecht werden. Jetzt kommt jetzt aber schon die nächste Musik, oder? Okay, wir haben Holz, merke ich. Das funktioniert auch. Aber die Musik geht nicht weiter, wieso? Ha, die falsche Playlist war ausgewählt. Wieso denn auch nicht? So, Holz hier rein tun. Ich denke, dass uns das Holz zumindest reichen wird. So, wir legen uns jetzt erstmal kurz schlafen. Hier müssen wir auch noch schauen, wo unser Problemchen ist. Na gut, wir haben auch noch kein Gras. Haben wir nicht eine Sägetasche? Pick. Nope, haben wir nicht, okay. Hier ist Eisen. Okay. Ich will nur mal Puffer schnell loswerden. Jetzt muss ich dann halt irgendwann alles reinschmeißen. Aber wir gehen jetzt erstmal einen Zäune kaufen, bin ich dafür. Und hoffen, dass es auch was wird. Obwohl, es sollte es nichts werden, eigentlich genauer gesagt. Ah, noch altes Minecraft, das ist sehr schön. Ich habe ganz vergessen, dass wir noch in der alten Minecraft-Version sind. Ich wollte schon auf der neue machen hier. Nicht reicht uns ein Stack. Das ist schon schwer zu sagen.
Eins, zwei, drei. Auf jeden Fall jetzt einmal für ein Schafsgehege und einmal für ein Kuhgehege. Haben wir hier noch Erde drin? Ach, wir haben hier sogar. Ups, wir haben hier sogar unsere Zäune schon. Ja. Das können wir jetzt erstmal da rein. Hier haben wir auch ein bisschen Holz drin. Ja. Table. So. Das gibt's hier noch nicht, oder? Leider, 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 leider. Ach du Scheiße. Wenn ich wüsste, wie das Item heißt, dann wäre das einfacher. Also ich suche gerade im Item. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Das ist schön, wenn man ein Item vor seinen Augen hat, aber nicht weiß, wie der Scheißtrick heißt. Oder besser, ich weiß noch nicht mal, ob es das in diesem Modpack hier gibt, aber nein, gibt's nicht, schade. Es ist halt mit unserem Dorf hier etwas problematisch, da alles so komisch. Wir haben halt keine Höhe hier in unserem Dorf, ist so unser Problem. Wie wir das ausgleichen, keine Ahnung so genau. Ich weiß nur, wir können hier jetzt halt unser Ding bauen und was wir, das hier für ein Bergchen ist. Oder am besten, wir fällen gleich den ganzen Berg hier eigentlich. Das wäre doch eigentlich die sinnvollste Variante. Dass wir gleich einfach hier den ganzen scheiß Berg hier fällen. Dann hätten wir auch super Platz mal eben für unsere nette Farben, würde ich mal behaupten, oder wie seht ihr das? Ja, wisst ihr eh nicht beim Stream, also könnt ihr eh nicht sagen. Müsst ihr also mit meiner Meinung klarkommen, also Pech gehabt, Leute. Ach ja, schön Erde bauen, ist schön langweilig, ich weiß. Und es ist mega warm dazu noch bei mir hier. Es ist immer noch viel, viel, viel zu warm. Also heute ist. Ja, es ist noch Freitagabend. Noch. Also noch ein paar Minuten ist Freitag. Dann ist schon Samstag. Weil wie gut unsere Schaufel eigentlich standhält, muss ich sagen. Aber sie könnten einen Tacken schneller sein, oder wir finden es, glaube ich, die Ressourcen auch. Was das Ding, das Konstrukt an Ressourcenfrust, das ist eh abnormal. Momentan können wir uns ja nicht beschweren, großartig mit unseren Werkzeugen, was wir haben. Zumindest ich brauche mich nicht beschweren. Nico macht jetzt ein Farmcraft-Zeug. Wenn vor ihm eine Folge kommt, ich weiß es nicht genau. Es ist ja.
bisschen kompliziert. Es ist halt, ja, komm auch nicht wirklich dazu, irgendwas zusammen zu zocken, allgemein nicht. Also, ja. Ich schaffe es nicht mal so zu zocken, also wird es mit Aufnehmen auch nichts wirklich zur Zeit. Wir haben uns auch nur zum Aufnehmen so gezockt, sonst hat es zeitlich nie hingehauen. Bei uns beiden ist halt so ein bisschen ein Problem. Ich hoffe, dass ich, wenn ich meine eigene Wohnung habe, dass ich zeitlich ein bisschen flexibler. Und ja, vielleicht würde es dann eher was, dass auch wieder regelmäßige Folgen von Nico und mir zu zweit kommen. Das wäre zumindest recht nice an sich. Aber schaut an, wir haben hier gleich den ganzen Scheiß Erde hier weg. Sind hier auch schon auf Stein getroffen, was auch nicht wirklich besser ist, weil der auch weg muss. Ich glaube, ich mache mal meinen PC leiser. Die Musik kommt mir so laut vor, aber irgendwie nach der Aufnahme sollte sie passen. Und tut mir wirklich leid für die letzten Aufnahmen. Sind etwas scheiße geworden. Ich habe sie trotzdem hochgeladen. Also ich bin nicht böse, wenn es sie keiner angeschaut hat. Wegen die Bilder waren ja echt miserabel, kriegst du einen Schreikrampf. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir oben und unten einen kleinen schwarzen Balken haben, ich will was ausprobieren. Ob es was wird, kann ich nicht sagen, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ach ja, ich habe jetzt gleich wieder ganz, ganz viel Erde im Inventar. Und eine schöne gerade Fläche haben wir vor allem dazu, muss ich sagen. Auch wenn ich mir erstmal Ziegel wieder machen muss. Also wahrscheinlich wird die ganze Folge nur aus ein bisschen, ja, Ziegelhege bauen bestehen. Leider kommt sowas auch vor. Es kann leider nicht nur immer spannendes Zeug dummerweise sein. Die Query steht ja bisher auf weiteres jetzt hat. Viele Leute, wo das Video nicht aufgeschaut haben. Wegen wir brauchen irgendwas, damit die besser Strom erzeugt. Was die an Kohle frisst, das ist ja viel. Was habe ich denn jetzt hier alles für Samen und Co. und klar. Okay, wir müssen mal kurz zurück zu unserem Haus. Wegen wir haben ein kleines Problemchen. Wir haben gerade eben die ganzen Fackeln weggehauen. Das heißt halt für uns. Jep. Es könnte. Okay, schön Schaufel. Stone. Machen wir mal kurz ein Stück Ziegel. So. Hier ganz viel Scheiße, was du jetzt hier haben kannst, weil ich das nicht brauche. Stopp, die brauche ich auch nicht. Ich glaube, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Oh, man kann sogar. Aluminium, das geht ja eh nicht hier. Aber das können wir scannen. Furnaces haben wir schon, aber den Rest noch nicht. Okay.
habe. Können wir doch ausbessern, wenn wir gleich Steine dabei haben. Müssen wir jetzt die hinten dann auf jeden Fall auch noch machen, ausleuchten. Fleißig. Das erstmal wieder aus. Aber ja, wir müssen erstmal jetzt das ganze Zeug abbauen. Vielleicht den Baum auch noch irgendwann mal. Oder machen wir den zum Schluss. So ein fliegendes Bäumchen ist doch nicht schlechtes. Ach ja. Jetzt ein bisschen Stein kloppen noch. Ach ja, wie langweilig sowas doch ist. Und ich weiß auch nicht groß, was ich sagen soll. Über was kann man reden? Ich weiß es nicht. Was ist momentan aktuell? Corona, aber Corona ist langsam nervig, darauf hab keiner Bock es zu hören, zumindest ich nicht. Ich habe auch nicht die beste Infoquelle, weil es mich in Scheißdreck juckt, der Scheiß. Und ja, was eigentlich abgeht, keine Ahnung. Stimmt, ich kann über Zukunftsspiele sprechen, Sop. Spiele, angedacht. Spielplanung, umgeplant. Leider kommt Star Wars, ist kein offizielles Release draußen. Es war eins da, ich habe sogar gesehen. Und ja, das Release-Datum haben sie irgendwie zurückgezogen, den Trailer mit dem Release-Datum. Mittlerweile gibt es keins mehr. Auch sehr schön. Vielleicht aufgrund von Corona irgendwie, ja, haben sie sich doch entschieden, länger dran zu arbeiten für ein cooles Spiel, was ich respektiere vollkommen. Wegen kommt schon, Leute. Mega geiles Lego Star Wars. Das ist es. Ich freue mich schon drauf. Ich war ja kein großer Fan von The Force Awakens, aber die komplette Saga und vor allem Lego Star Wars 3. Ich habe Lego Star Wars 3 einfach nur geliebt, das Spiel als Kind. Ich habe es gesuchtet wie sonst was. Wenn ich daran denke, so mein allererstes Lego, also mein allererstes PC, was ich mir geholt habe, war Lego Star Wars 2 damals für den PC. Das war 2008, ich weiß noch, das war so ein Spiel, ich habe eigentlich fast alles gehabt, nur ich bin an zwei Minikits einfach nicht rangekommen, weil das Spiel verpackt war. Das war einfach scheiße. Ich weiß, das hätte was heilen sollen eigentlich, um die Minikits zu aktivieren. Ich weiß noch, Episode 6, Kampf gegen den Imperator. Hat irgendwas nicht ganz funktioniert. Ich hätte dauerhaft meine 99,4 oder 5% da stehen und ich hab's nicht hinbekommen. Irgendwann fand ich das Spiel so, ja, naja. Ich war nie so ein großer Fan. Also die Star Wars Filme an sich super. Nur ich war mehr so dieser Science Fiction Typ, mehr Action, Klone gegen Druiden. Das war so das Highlight von mir. Ist auch so, bevor Lego Star Wars 3 kam, habe ich mir auch so unbedingt so ein Spiel gewünscht. Ich will einfach schon ein Star Wars Spiel haben, wo ich einfach mit Klon auf Druiden knallen kann. So richtig Klone, Druiden mäßig, was richtig cooles. So Episode 2, 3 dachte ich damals. Und dann kam auf einmal 2009 die ganzen Lego Star Wars Klonen Wars Artikel. Ich dachte mir so, yo, endlich Klone. Nicht die Klonkriege, dies war halt so. Ich feiere die Klonkriege halt am meisten von Star Wars. Ich finde die einfach cool, die Klonkriege.
Ich habe auch Klomos, glaube ich, alle durch. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich vermute es einfach mal stark. Also die ersten 6 Staffeln habe ich auf jeden Fall durch. Wenn es noch eine siebte geben sollte, wovon ich jetzt eigentlich nichts weiß, dann ja, die habe ich nicht gesehen. Aber ja. Das wäre auch so ein geiles, so ein Klomos 2 Remake. Warum Remake? Allgemein so ein Klomos 2, wo dann so die ganzen coolen Klomos Sachen mal rankommen. Wie auch so Ahsoka mit den 2 Lichtschwertern. Oh, das ist dann erstmal August. Also vielleicht werden wir auch eine Roomtour dann machen, wenn ich dann umziehe. Da werdet ihr auch verstehen. Bei mir, ich bin mega großer Lego Star Wars Fan. Ich habe auch noch viele, viele meine Kindheits-Lego Star Wars Sachen immer noch. Und ich feiere es halt auch immer noch. So ab und zu so Sets, vor allem Clone Wars Sets habe ich halt wirklich viele. Gut, ich habe mittlerweile auch andere Sets. Und als Kind habe ich immer so die Clone Wars Sets, der Rest war mir egal. Der Rest können gerne die anderen haben, aber ich war immer so diese Clone Wars. Reihe, vor allem von diesen Star Wars, ja, 7 bis 9, glaube ich, waren hier irgendwie was mega Geiles dabei, muss ich sagen. Und ja, die neuen Star Wars jetzt waren nie so der Burner. Ich merke schon, Lego Star Wars ist so voll mein Flow. Jupp. Könnte ich mehrere Stunden drüber labern, wahrscheinlich. Bis ich alle meine Sets aufzähle, was ich noch so habe als Kind, von Kindheit an. Leider habe ich so getrennte Eltern, heißt getrennte Lego Star Wars Sammlung leider. Großteil ist wirklich bei meiner Mutter und da komme ich momentan nicht dran. Vielleicht ändert sich es irgendwann mal, was ich mega feiern würde. Da würde ich noch so ganz alte Sets wiederbekommen, mit denen ich als Kleinkind wirklich gespielt habe. Wie zum Beispiel die Malevolence hatte ich als Kind. Die habe ich so sehr gefeiert, einfach nur. Ich hätte auch den Sternzerstörer, den 2006er Modell war das. Jo, 2006er Modell hatte ich. Das war auch mega nice. Und ja. Sowas einfach mal. Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwann mal wieder so die Sets, wenn sie rauskommen. Oder ja, mittlerweile bin ich auch größer. Vielleicht kommen da auch mal die großen Sets mal. Vielleicht, wenn ich mal ganz viel Lust und Geld hab, übrig habe, vielleicht kommt auch mal Todesstern. Vielleicht werden wir auch dazu eine Review dann machen, einfach ganz entspannt, weil es einfach doch was sehr Sonderbares ist, finde ich. 500 € Lego Set. Ich werde es mir eh so nie kaufen, nur im Angebot dann, aber ja. Ich finde 500 € für ein bisschen Lego übertrieben teuer. Aber gut. Okay, wie ist auch schon mal die Fackel nur zur Deko. Hier hat was ausgeleuchtet zur Abwechslung mal. Ich glaube, ich habe so das dumpfe Gefühl, wir haben mehr Fackeln, als wir eigentlich brauchen hier überall. Aber gut, ist halt so. Zäumen wir hier noch ein bisschen ein.
Ah, jetzt platziert die eiskalte Zäune, diese blöde Schaufel. Gehen wir jetzt erstmal kurz ins Bettchen schlafen hier. Und ja. Ciao, es ist auch schon Samstag. Jetzt haben wir wieder schön komprimiert. Na warte, ich wollte noch ein paar Zauntore, die hätte ich jetzt schon wieder ganz, ganz vergessen. 1, 2. Ich glaube, 2 Zauntore reichen. Danke für die Enderperlen, Enderman. Mal wieder falsch platziert, ist das mein Scheiß Ernst? Gucci, 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 komm, Gucci, Gucci, Gucci. Komm, Schäfchen, komm, 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 komm rein, komm rein, komm, komm, komm. Und brave Schäfchen. Zopf. Hinten sind Kühe. Oder da oben, besser gesagt. Komm, Kühe, komm, 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 Kutzi, 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 Kutzi. Ups. Vielleicht können wir noch das Schaf da unten einfangen. Da, ich sehe das Schaf. Sich auch noch mit einfangen. Haben wir 2 Kühe und 2 Schafe schon mal. Haben wir da schon mal viel geschafft, die Folge über. Schau, Schaf kommt doch, reagiert doch auch schon, oder? Perfekt. Kommt, ihr drei.
nicht ins Loch fallen. Kommt. Wollt ihr mich jetzt ärgern? Ich sehe gleich, wie das andere Schaf auch noch reagiert. Kommt. Bestimmt. Das ist dein Scheiß Ernst, du Schaf. Komm, Kuh. Rein mit dir. Irgendwie glaube ich, diese Abtrennung ist unnötig. Stimmt was nicht. Wir haben zumindest jetzt Kühe und Schafe. Jetzt könnten wir die Kühe da oben auf dem Turm töten? Turm. Vor allem welche Turm? Wie komme ich da jetzt auf Turm? Das ist ein scheiß Berg bloß. Du ein Hügelchen. Ey, das ist so entspannt mit unserem Schuh, muss ich sagen. Wir probieren die beiden Kühe auch noch zu uns zu bringen. Hätten wir schon mal 4 Kühe, das wäre doch auch schon mal was Nices. 5 Kühe dann sogar. Wenn es funktioniert. Die beiden müssen mir jetzt hier erstmal folgen, ohne irgendwo reinzufallen. Ich glaube, ich laufe doch lieber so. So sehe ich wenigstens die Kühe ein bisschen besser. Komm schon. Komm, du bist der schlaue Kuh. Du kommst hier hoch. Komm, schlaue Kuh. Du schaffst das. Du schaffst das. Brave Kuh. Was hätte ich sie verloren? Komm, Kuh. Ist halt auch kompliziert, beide, muss ich sagen.
glaube, wir gehen diesmal durch den anderen Eingang und da stehen irgendwie noch unsere ganzen Tiere. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht kapiert, dass unser Gehege größer ist. Ich glaube, jetzt eben auch für die Herzchen. Jetzt haben wir noch eine Babykuh. Ich glaube, jetzt haben wir 3 Schafe und 6 Kühe. Ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt für die Folge auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein bisschen was geschafft, was wir zumindest mal wollten. Nämlich Tiere haben. Screenshot für das Thumbnail. Wie jetzt ist mit dem Projekt halt weitergeht die nächste Zeit, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen, wie ich weiter vorangehe. So, Bären sammeln. Vielleicht werde ich die Folgen auch ungekattet jetzt mal hochladen, einfach mal so ein bisschen. Aber ja. So. An 40 Minuten Folge als Entschädigung für die letzte, denke ich, ist akzeptabel. Das Geschäft. Klar, ich hätte 20 Minuten draus nehmen können, aber wäre es das wert gewesen? Ich weiß es nicht. Ob es das, ja. Ach ja, wir haben es geschafft. Wenn ich unser System anschaue, irgendwie hier noch so wenig Items auf einmal so. Ob hier 100? Rücken die 200, 200, 300er Items. Hier schon wieder die 400er, 500, 600, 700, 800. Hier fängt schon die 1000. Das 100er. 2100 Eisen. Oh, das ist doch was Schönes eigentlich. Da könnte man ja schon fast auf uns Solar konzentrieren. Ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir bauen erstmal. Purflugsinnquistel. Sieben von. Das denn? Greif. Ob. Wie heißt der? Ableiert. Crystal Quarver. Charges Certus Quartz. Hammer Charges Certus Quartz. Haben wir sogar. Schau's mal an. Vielleicht nehmen wir noch eine nächste auf. Also bis gleich, Leute. Ciao, ciao.